Ich sitze am Laptop und stelle die Weichen für die neue Saison. Ich hatte euch ja erzählt im letzten Video, dass ich ziemlich frustriert bin, weil Iron Man die Anzahl der Startplätze für Hawaii drastisch zusammengestrichen hat und dass sich damit mein Traum von einer zweiten Hawaii-Teilnahme wohl nicht erfüllen wird. Dieser Traum ist vielleicht nicht zerplatzt, aber doch sehr deutlich in sich zusammengeschrumpft. Die große Frage ist also, was tun? Wie sieht das zweite Jahr dieses 2 Jahres Ironman Hawaii-Plans aus? Oder wird es ein drittes Jahr, ein viertes Jahr? Gebe ich es ganz auf? Mache ich nur Mitteldistanzen oder gar nichts mehr? Ich wollte ein paar Tage überlegen, wollte auch die Challenge in Rot erstmal hinter mich bringen und dann gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wie ich mich entschieden habe und wie das Rennen in Rot, wie die Challenge war, das sage ich euch in diesem Video. Ach ja, und er ist auch dabei. Tag zusammen, ich bin Thorsten oder auch Torso und ich liebe Langdistanz-Triathlon. Wie sehr, das habe ich gerade erst wieder gemerkt bei der Challenge in Ruth Anfang September. Ich habe sie absolviert, erfolgreich absolviert, bin ins Ziel gekommen, unter 10 Stunden war meine Zielzeit. Hier die Finisher-Medaille, hier das Finisher-T-Shirt. Dass ich da jetzt gerade so eben reinpasse, dass es so ein bisschen eng ist, das liegt nicht etwa daran, dass ich so wahnsinnig viel Schoko und Chips gegessen hätte seit der Challenge in Rot. Nein, nur ein bisschen. Ich muss einfach das nächste Mal eine Nummer größer wählen. Also in S passe ich einfach nicht rein. Da war ich ein bisschen zu wagemutig. Also, hat funktioniert mit der Challenge und es war ein wirklich großartiges Rennen. Langdistanzen sind, falls ihr es noch nicht wusstet, der absolute Hammer, finde ich jedenfalls. Und ich frage mich, wie ich die lange Zeit seit meiner Teilnahme am Ironman of Hawaii 2017 ohne eine Langdistanz aushalten konnte. Ich mache so viele Gefühlswelten mit und das beginnt ja schon am Abend vor dem Rennen. Wie viele andere auch bin ich natürlich nervös und frage mich, wie gut werde ich in dieser letzten Nacht vor dem längsten Tag des Jahres, der ja dann morgens um 4 Uhr mit dem Weckerklingeln beginnt, wie gut werde ich da schlafen? Ich habe ja schon alles erlebt, von einem schlappen Stündchen Schlaf 2014 vor dem Frankfurter Ironman bis zu 6 oder sogar 7, jedenfalls hemmungslosem Ausschlafen vor dem Ironman auf Hawaii 2017. War alles dabei. Wichtig ist, die Nacht vor der letzten Nacht sollte man richtig gut schlafen. Die letzte Nacht vor dem Rennen, ja, die ist dann nicht so entscheidend und das kann ich auch wirklich bestätigen, denn selbst mit dieser einen schlappen Stunde Schlaf 2014 habe ich danach richtig gut performt, obwohl ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Also ich finde schon sehr erstaunlich, was Körper und auch der Kopf zu leisten imstande sind. In Rot habe ich dann etwas überraschend richtig gut geschlafen. 4,5 bis 5 Stunden dürften es geworden sein. Richtig klasse, fast ausgeschlafen. Frisch wie der junge Morgen bin ich dann also nach 14 Scheiben Toastbrot mit Erdbeermarmelade, Honig war da auch mit dabei, bin ich dann also einigermaßen gesättigt an den Main-Donau-Kanal gefahren in der Morgendämmerung. Und am Schwimmstart in der Wechselzone geht es dann weiter mit vielem von dem, was für mich eine Langdistanz ausmacht. Das ist das Gewusel, das ich so liebe beim Langdistanz-Triathlon. Es ist eine Menge los morgens, alle sind so nervös wie ich, nehme ich mal an, ungefähr jedenfalls. Werkeln noch an ihren Rädern und bereiten sich vor, fragen sich wie ich, habe ich noch irgendwas vergessen? Frage ich mich ständig, wahrscheinlich bis ich im Ziel bin. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles zusammen und dann geht es in einer halben Stunde bin ich im Wasser. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Das Ganze ist ja mit einer gewissen Logistik verbunden. Man muss all seine 7 Sachen zusammentragen für seine 3 Sportarten, um den Tag gut zu überstehen. Und alle fragen sich dann eben, wie werde ich diesen Tag überstehen? Hält mein Knie? Hält mein Fahrrad? Wird irgendwas zwischendurch passieren? Dafür ist der Tag eben sehr, sehr lang, als dass man nicht mit vielem rechnen müsste. Eine gewisse Anspannung war da. Das soll auch so sein. Das gehört dazu. Das ist völlig in Ordnung. Noch eine kleine Information zu meiner Ernährung. Eine halbe Stunde vor dem Start ungefähr genehmige ich mir ein Kohlenhydratgel. Und wenn ich dann nach dem Schwimmen aufs Rad gehüpft bin, dann gibt es nochmal ein Kohlenhydratgel für die Versorgung mit Energie. Und die Energie hatte ich hier in diesen aerodynamisch geformten Trinkwasserflaschen. Die sind also so länglich geformt und nicht rund. Hier hinein habe ich morgens die 14 Kohlenhydratgels gequetscht und so hatte ich ständig meine Gels
in flüssiger Form, noch ein bisschen Wasser dazu, in flüssiger Form hier in der Flasche drin, und damit konnte ich dann so manche Verpflegungsstelle einfach links bzw. rechts liegen lassen und konnte dann vorbeifahren. Das ist ganz praktisch. Und dann also gespanntes Warten, bevor auch meine Startergruppe in den Main-Donau-Kanal steigen durfte. Und dann ging es endlich los. Endlich wieder ein Rennen, nachdem alle anderen Wettkämpfe, ja, die ich vorher schon geplant hatte, abgesagt oder verschoben wurden. Mein Hauptrennen und der absolute Höhepunkt der Saison, auf den ich ja zugearbeitet habe, der fand zum Glück statt, die Challenge in Rot. Für mich fühlte sich mein Schwimmen richtig gut an. Es fühlte sich so an, als würde ich die Arme richtig wunderbar strecken, als würde ich mich richtig lang machen im Wasser. Ich hätte mich echt nicht gewundert, wenn ich am Ende eine Zeit von tatsächlich mal unter einer Stunde geschafft hätte. Und das wäre neuer Rekord für mich gewesen. In Frankfurt 2017 habe ich 1 Stunde und 2 Minuten gebraucht. Und dann kam es doch anders und ich wunderte mich, warum am Ende des Schwimmens auf meiner Uhr 1 Stunde und 11 Minuten stand. Das fand ich dann doch sehr enttäuschend und ich fragte mich, wie das zustande gekommen war. Vielleicht lag es dann doch daran, dass in den Monaten des Nicht-Schwimmen-Könnens wegen Corona die Muckis dann doch ein bisschen zu sehr geschrumpft waren, dass die Kraft fehlte, oder ich habe mir doch nur eingebildet, dummerweise, dass meine Technik eine gute sei. Keine Ahnung. Und dann erzählte mir noch jemand, dass in der Mitte des Kanals auch eine gewisse Strömung herrscht. Wenn du zurückschwimmst, dann hast du eben eine Gegenströmung, eine kleine, eine leichte in der Mitte des Kanals, und ich bin in der Mitte halt geschwommen wegen der Ideallinie, aber ich habe keine Ahnung. Damit musste ich leben. Das war kein doller Beginn, jedenfalls kein Motivationsschub. Dabei wollte ich dann erst beim ersten Wechsel ganz bewusst ruhig machen. Es geht ja nicht um eine Hawaii-Qualifikation, deshalb hatte ich mir Zeit eingeräumt für den ersten Wechsel. Ich kämpfe immer mit dem Neoprenanzug, bis der über meine Knöchel geflutscht ist und ich ihn loswerde. Das dauert ewig, das muss ich für eine mögliche Hawaii-Quali, für ein mögliches Rennen dazu wirklich noch üben. Ich habe in diesem Fall dann auch Socken angezogen, mache ich auch nicht immer, und habe somit meine Füße abgetrocknet, mich dann mühsam, ging auch nicht so leicht, in meine Schuhe reingequält, bevor es dann endlich auf die Radstrecke ging. Also bitte nicht nachmachen, schon gar nicht, wenn ihr euch für Hawaii qualifizieren wollt, und ich werde es dann auch nochmal üben. Und dann rauf aufs Rad, auf eine richtig schöne Radstrecke. Ich mache ja immer ein bisschen Sightseeing, erst recht in einer Region, die ich noch nicht so richtig gut kenne. Und Rot und Umgebung kannte ich halt nicht. Deshalb war es richtig schön, da durchzuradeln und sich das auch ein bisschen anzugucken. Es gab kleine, fiese Steigungen, es gab wunderbare Abfahrten, schöne Landschaft. Also tippitoppi, gefiel mir richtig gut. Auf meinem Computer standen nachher 1600 Höhenmeter, und das waren tatsächlich 1600 Höhenmeter, die richtig Spaß gemacht haben. Sehr positiv für mich war auch, dass ich die Aero-Position fast durchgängig halten konnte. Das war gar nicht so selbstverständlich, denn so viele, so lange Radfahrten habe ich ja gar nicht absolviert. Also 180 Kilometer bin ich ja zum Beispiel gar nicht gefahren. Und deshalb dachte ich, na, schaffst du das die ganze Zeit, den Rücken so krumm zu machen, dich in der Aero-Position zu halten? Aber war wunderbar, hat funktioniert. Und am Ende des Radsplits, wie man das so schön nennt, stand dann eine Zeit von 4 Stunden, 53 Minuten und 24 Sekunden, und es waren knappe 170 Kilometer, keine 180, das muss man dazu sagen, sonst wäre die Zeit für mich wirklich phänomenal gewesen, und so ist sie einfach nur okay. Ganz zufrieden war ich nicht. Durchschnittstempo 34 km/h, durchschnittliche Leistung 177 Watt, das sind Werte ganz klar unter dem Quali-Rennen 2017, da waren es 197 Watt, die ich getreten bin. Wenn ich mir dann aber den Normalized Power Wert angucke, dann ist es schon alles nicht mehr so schlimm. Der Wert ist auch realistischer. Der Normalized Power Wert, der misst nicht einfach nur die simple Durchschnittsleistung über die ganze Strecke, sondern er berücksichtigt, ob es bergauf, bergab geht. Denn es ist was anderes, ob du dich bergauf kämpfst und ob du dann runterfährst oder die ganze Zeit eine flache Strecke hast. Und ob du zum Beispiel auch am Ende einer langen
Strecke dich nochmal abmühst und nochmal Vollgas gibst. Das alles fließt in diesen Normalized Power Wert ein und dadurch wird er realistischer. Dieser Normalized Power Wert lag in Rot bei 194, in Hamburg lag er beim Quali-Rennen 2017 bei 205. Das ist dann schon gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Aber auch grundsätzlich muss ich meine Leistung jetzt hier in Rot richtig einordnen, denn 2017 beim Quali-Rennen, da hatte ich ja schon 2 Jahre konzentriertes Training und zielgerichtetes Training hinter mir mit jeder Menge Trainingscamps. Und ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen älter geworden, was auch nicht gerade leistungsfördernd ist. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann ist das mit Rot schon ganz gut, auch auf der Radstrecke. Fehlt noch der Marathon, mit dem war ich aber richtig zufrieden, obwohl ich mich selbst an meine eigene Maxime nicht gehalten habe, die eigentlich für jeden und jede gelten sollte, nämlich auf keinen Fall in den letzten Tagen oder gar am Renntag noch irgendwas ändern. Auf keinen Fall sich plötzlich anders ernähren, ein anderes Kohlenhydratgel nehmen. Auf keinen Fall gerade frisch gekaufte Schuhe im Rennen anprobieren, anziehen. Also alles schön so lassen, ansonsten kann es nach hinten losgehen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es auch für Schnürsenkel gilt, aber genau so war's. Erst kurz vor Rot habe ich elastische Schnürsenkel angebracht an meine Laufschuhe fürs schnelle Reinschlüpfen, für den schnellen Wechsel in die Schuhe nach dem Radfahren. Und was soll ich sagen? Ich habe offenbar viel zu eng geschnürt. Das hätte mir schon bei meinem letzten Trainingslauf hier zu Hause noch auffallen können. Da wurde nämlich schon mein Zeh taub und der Fußballen. Kein gutes Zeichen. Das hätte mir auffallen sollen. Ist es aber leider nicht. Beim Marathon in Rot wurde es dann richtig heftig. Tauber Ballen, tauber Zeh. Es tat weh beim Auftreten. Es war richtig dämlich. Und weil ich ja keine wichtigen Sekunden, keine Zeit verlieren wollte, habe ich danach erst exakt 20 Kilometern einen kurzen Stopp gemacht und diese Schnürung dann etwas gelockert. Und danach wurde es dann immerhin ein bisschen besser. Es ging dann ja auch irgendwie mit dem Laufen, aber unter dem Fuß war es auch noch 3 Tage danach sehr taub und kleine Reste sind immer noch vorhanden. Also Vorsicht mit solchen Ideen. Die Laufstrecke war ziemlich schön am Kanal entlang. Es ging auch mal durch Waldgebiet. Und ich mache das dann immer so, da es keine Runden gab, zerlege ich mir die Strecke dann in Kilometerabschnitte. Also Kilometer 14, da hast du dann schon ein Drittel geschafft. Bei Kilometer 21 ist natürlich dann schon der Halbmarathon geschafft. Yeah, super. Bei Kilometer 28 hast du dann eben 2 Drittel schon geschafft. Bei Kilometer 32 sind es ja nur noch 10 Kilometer. Dann kann man ja auch wunderbar countdownmäßig runterzählen. Also so schaffe ich es dann, dass es so vom Kopf her auch gut bewältigbar ist. Auf dem Rad mache ich das übrigens auch dann mit Kilometerdistanzen. Und so unterteile ich mir das Rennen in kleine Häppchen, die dann eben auch verdaulich sind. Wenn ich mir schon beim Schwimmstart morgens sagen würde, boah, jetzt 226 Kilometer aus eigener Kraft zurücklegen, oder in diesem Fall in Rot waren es ja dann nur 216, da würde ich, glaube ich, schon verzweifeln und hätte wahrscheinlich schon gar keinen Bock. Und jetzt habe ich noch einen ganz exklusiven Triathlon-Modetipp für euch. Immer darauf achten, dass der Waschzettel nicht aus dem Käppi guckt. Das sieht auf Fotos, die eine schöne Erinnerung sein sollen, einfach total bekloppt aus. Ich hatte das Käppi ganz spontan und kurzfristig aus dem Starterbeutel genommen und aufgesetzt. Es saß leider überhaupt nicht. Auch hier gilt, einfach bei dem Bewährten bleiben und nichts Neues ausprobieren. Beim Laufen wurde es dann später richtig warm im Laufe des Tages. Ich musste mich immer mehr abkühlen, bin immer länger an den Verpflegungsstationen hängen geblieben, um mir überall Kühlwasser hinzuschütten. Auch auf dem Weg nach Büchenbach, das sind die letzten Kilometer vor dem Ziel, aber richtig fiese, mit vielleicht 2 oder 3% Steigung. Das ist nicht viel, aber nach einem langen Lauf tut das dann doch richtig weh. Erst recht, weil ich dem Wendepunkt gefühlt gar nicht näher gekommen bin. Ich bin gelaufen und gelaufen, aber er kam nicht in Sicht. Noch alles okay? Dann kommt denn dieser scheiß Wendepunkt, will zurück. Verstehe ich. Und irgendwann hatte ich es dann natürlich doch geschafft. Jawohl, Wendepunkt, komm, jetzt geht's zurück. Und dann ging es ja tendenziell auch leicht abwärts und das war der letzte Wendepunkt, bevor es dann auch wenige Kilometer danach ins Stadion ging und dann war alles gut. Trotz allem, trotz dieser kleinen Problemchen, es gab nie den Zeitpunkt, an dem ich nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Ich war fit und ich gebe auch noch zu bedenken, dass mein längster Trainingslauf ja 2 Stunden 15 ungefähr waren.
24 oder 25 Kilometer lang, mehr war es ja nicht. Es waren keine 3-Stunden-Läufe, keine 30-Kilometer-Läufe. Es ging auch ohne diese langen Läufe. Es ist einfach so, mit einer Sportart trainierst du beim Triathlon den Rest gleich mit. 3 Stunden und 40 Minuten habe ich in Rot für den Marathon gebraucht. Das war völlig in Ordnung. Durchschnittstempo 5 Minuten 17 pro Kilometer. Bei meinem Quali-Rennen 2017 in Hamburg waren es 4,57. Das lag aber auch wirklich daran, dass ich bei diesem Lauf alles, aber auch alles aus mir rausgeholt habe, was ging, weil ich wusste, nur dann habe ich eine Chance auf die Quali. In Frankfurt 2017 bei meinem ersten Quali-Versuch 5 Wochen vor Hamburg waren es noch 5 Minuten 7 pro Kilometer. Da sind dann die 5,17 jetzt in Rot völlig in Ordnung. Also damit bin ich tatsächlich zufrieden. Und ich hatte während des Marathons immer auch ein Bild vor Augen, nämlich die Stadionrunde. Du läufst in Rot nicht einfach über eine Ziellinie, sondern du machst vorher noch eine kleine Ehrenrunde in dem Stadion dort. Und das ist so motivierend, dass die schweren Beine während des Marathons ein bisschen leichter werden. Wirklich der Hammer, bevor ich dann nach 9 Stunden, 51 Minuten und 32 Sekunden ins Ziel gekommen bin. Dann sind wirklich alle Schmerzen vergessen. Ich bin 21. in meiner AK50 geworden. In der AK55, die ich im nächsten Jahr dann erreicht habe, wäre ich jetzt 5. geworden. Das nur nebenbei. Und ich war dann im Ziel und ich dachte dann wieder, krass, es hat funktioniert. Du hast durchgehalten, bist nicht zusammengebrochen. Ich finde das ja immer wieder faszinierend, dass das möglich ist. Und so klang dann mein Fazit nach dem Rennen. Und ich glaube, da war ich noch ein bisschen high. Bin ich ja immer noch, aber da ganz besonders. Das war ein grandioses Erlebnis. Es macht wirklich Spaß, hier in Rot an den Start zu gehen. Und eines ist klar, ich war hier nicht zum letzten Mal. Ich komme hier wieder her. Zur Not in der Staffel, aber ich hoffe doch als Langdistanz-Triathlet, also die ganze Strecke, die würde ich schon gerne noch einmal machen, wenn dann hier wirklich das volle Programm stattfindet. Heute war es ja nur, in Anführungszeichen, abgespeckt und trotzdem grandios. Beim Schwimmen hätte ich heulen können, weil das so eine sensationelle Stimmung war. Im Stadion, als ich eingelaufen bin, war es genauso Gänsehautfeeling pur, könnte man sagen, ein Traum. Oh. Also, ich stehe immer noch ganz unter dem Eindruck. Jetzt geht's an die Erholung und ans Weißbier und an irgendwas Fieses, Fettes zu essen. Ein fettes Dankeschön an die Helferinnen und Helfer, die mit so viel Herzblut dabei gewesen sind. Das war wirklich überwältigend und für mich ganz persönlich sehr, sehr wichtig, dass der Rücken gehalten hat. Meine große Sorge war ja, dass beim Marathon Rücken- und Beinschmerzen so groß werden könnten, dass ich aufgeben muss, aber das war überhaupt nicht der Fall. Vielleicht spielte da dann eben doch vorher der Kopf eine zu große Rolle in Sachen Sorgen machen. Es hat alles funktioniert und das ist ja auch sehr, sehr wichtig für den zweiten Teil meines 2 Jahres Ironman Hawaii Plans und die große Unsicherheit diesbezüglich ist erstmal weg. Abgerundet hat dieses Erlebnis Rot der Homestay, die Gastfamilie, bei der wir untergebracht waren, also geschlafen haben wir im Bulli vor dem Haus, aber wir konnten Bad und Küche und auch einen Raum für diese ganzen Sportutensilien, die man als Triathlet so braucht, benutzen. Die Gastfamilie konnte sich freuen, einen erfolgreichen Ausnahmetriathleten bei sich unterzubringen, der ja auch schon sehr erfolgreich in Hawaii am Start gewesen ist, einer der besten Triathleten der Welt. Und nein, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden. Ich meine natürlich nicht mich, logisch, sondern Sebastian Kienle, den Weltmeister von 2014 war es, meine ich. Der war auch in meiner Gastfamilie untergebracht. Und ich frage mich ja immer, was kann ich verbessern? Was kann ich tun, um erfolgreicher zu sein? Muss ich mich vielleicht anders ernähren? Ich habe jetzt an den beiden Abenden vor dem Rennen ganz traditionell Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Aber ich habe dann mal geguckt, was bei Sebastian Kienle so im Topf lag. An Resten in diesem Fall. Nudelreste auf dem Backblech, Kartoffeln, Gemüse und dann noch ein Getränk. Rot, rötlich. War das etwa Rotwein? Wie ernährt sich also ein Profi kurz vor dem Rennen? Ich habe Sebastian gefragt. Letztendlich, vor allen Dingen geht es darum, es so einfach zu halten wie möglich. Also nichts mehr irgendwie Verrücktes Neues auszuprobieren. Also gerade in dem Anflug von Nervosität, die dann einige Menschen ereilt, mich natürlich auch immer vor so einem Rennen,
probiert man auch irgendwas zu machen, wo man vielleicht noch irgendwas gut machen könnte. Aber das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Also das heißt, einfache Kohlenhydrate, nicht zu viele Ballaststoffe. Also eigentlich das, was man sonst immer sagen würde, möglichst große Diversität, gesunde Fette und so weiter. Das lassen wir jetzt alles weg direkt vorm Rennen. Also wenig Ballaststoffe, einfache Kohlenhydrate, am besten aus irgendwie 2-3 verschiedenen Quellen. Also Nudeln sind okay, am besten eben noch kombiniert mit irgendeiner anderen Kohlenhydratquelle, wie zum Beispiel Kartoffeln, einfach weil das besser resorbiert wird vom Körper. Dazu schauen, dass man genug Kalium und Natrium mit dabei hat. Das sind einfach die Schlüsselmineralstoffe für die Resorption von Kohlenhydraten. Und das, was du im Glas gesehen hast, war rote Beete. Also ist auch einer der wahrscheinlich am besten dokumentierten natürlichen leistungssteigernden Substanzen. Also gibt's ganz gute Studien dazu, ähnlich wie Koffein sind eigentlich so die zwei Sachen. Zum Glück schmeckt mir Kaffee und rote Beete-Saft eigentlich ganz gut. Und dann ging es nochmal um die Schlafschwierigkeiten, die ich ja immer ganz gerne vor solchen Rennen habe. Hat das auch ein Profi? Ja, also die Nervosität ist dann natürlich schon groß und die Anspannung, aber das ist für mich eigentlich eher immer erstmal vor allen Dingen ein Zeichen, dass ich das mache, was mir wirklich was bedeutet, was ich liebe. Ja. Wenn jeder Tag gleich wäre in deinem Leben, ja, du nie nervös wärst oder sonst irgendwie, ich glaube, das wäre eher schade. Und mit dem Gefühl schläft sich vielleicht auch leichter ein. Und ansonsten immer danach schauen, was ist denn der Grund, warum ich nervös bin? Also ist es einfach, okay, die Herausforderung. Dein Handy? Nee, das ist die geile Uhr hier. Okay. 21 Uhr, Zeit fürs Bett. Aber ja. Das richtige Thema. Genau, das ist das nächste dann. Also 21 Uhr ist bei mir jetzt tatsächlich Bettzeit, aber nicht Schlafenszeit, sondern ich lese einfach noch ein bisschen, um einfach so den Kopf mit was zu beschäftigen, was nicht mit dem Rennen einfach zu tun hat, ja. Das ist, glaube ich, immer was ganz gut funktioniert. Ansonsten so ein paar Techniken aus dem Yoga, also sowohl einfach Atemtechniken, also so diese typische bisschen länger ausatmen wie einatmen und so weiter, progressive Muskelrelaxation, also wo man einfach die einzelnen Muskelgruppen zum Beispiel nochmal anspannt und dann bewusst halt locker lässt und so, das hilft auf jeden Fall. Dann ist es natürlich immer so eine Frage, hat man vielleicht im Vorfeld schon irgendwie so ein bisschen was falsch gemacht, zum Beispiel was die Zielsetzung angeht in der ganzen Thematik, ja? Also ich glaube, viele Leute bekommen dann halt direkt vorm Rennen Angst, weil sie auf einmal merken, das Ziel, was sie sich ursprünglich gesetzt haben, ist vielleicht einfach nicht realistisch. Deswegen empfehle ich immer halt ein hohes, realistisches Ziel. Und wenn irgendwas halt in der Vorbereitung schiefläuft, muss man das Ziel halt entsprechend anpassen. Ja. Ich glaube, wenn ich auf dem Podium stehe am Sonntag, dann bin ich auch happy damit, auf jeden Fall. Bei uns gibt es eigentlich immer nur das eine maximale Ziel und das ist halt das Rennen gewinnen für sehr viele. Also und deswegen lässt so ein Tag meistens immer mehr enttäuschte Gesichter zurück, wie irgendwie zufrieden. Ja. Und leider gehörte auch Sebastians Gesicht zu den Enttäuschten. Er ist frühzeitig ausgestiegen beim Radfahren. Sehr, sehr schade. Dabei wollte ich am Abend mit ihm und der Gastgeberin natürlich auch auf einen schönen Tag anstoßen, aber der Rotwein, der dann floss, das war dann noch eher ein Frustgetränk. Aber nicht erschrecken, wenn ihr gleich den Ton hört. Es klingt, als hätte es ein schreckliches Gelage gegeben, aber das war es wirklich nicht. Ich schwöre, es hielt sich alles in Grenzen, auch wenn es nicht so klingt. So, der Morgen nach dem Rennen. Heute gibt es wieder Müsli. Gestern Abend sah es anders aus. Da gab es eine fettige Quattro Formaggio Pizza als Abendessen und ein Glaserl Sekt und 2 Glaserl Wein, Cola, noch ein bisschen Isodrink zum Nachspülen und so ist es dann nach so einem Rennen, da gönnt man sich dann mal was und schlägt total über die Stränge. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Muskelkater, das Treppensteigen eben aus dem 2. Stock runter. War ein gewisses Problem, aber ich habe es hier runter geschafft. Zum Frühstück.
Ich glaube, ich werde nun vor jeder Sendung, die ich zu bestreiten habe, eine Langdistanz machen und ein Glaserl Rotwein trinken. Die Mischung macht es offenbar, damit ich eine solche Stimme bekomme für die Sendung. Nee, es ist einfach ein anstrengender Tag gewesen, wie man sieht und eben auch hört. Also ein großartiges Erlebnis, die Challenge in Rot. Ich war noch lange ziemlich high davon und euphorisiert davon. Und zwar so sehr, dass ich kurz danach ziemlich blöde Ideen hatte. Unmittelbar nach der Challenge in Rot dachte ich, ich könnte doch gleich am nächsten Wochenende auch den Hamburg-Marathon mitmachen. Zumindest die halbe Strecke, einen Halbmarathon. Es hat so Spaß gemacht in Rot, diesen Marathon zu laufen und den Rest auch hinter sich zu bringen. Aber mein Trainer hat natürlich gleich gesagt, ne, kommt gar nicht in Frage. Du musst dich ausruhen und erholen und das mache ich dann heute. Ich gehe jetzt gleich noch 2 Kilometer schwimmen, das erste Mal nach Rot, ganz locker, ganz easy, um in Bewegung zu bleiben. Und dir zuzugucken bei den Marathonis und sie anzufeuern, macht ja auch total viel Spaß. Und ich weiß ja, wie schön es ist, wenn man unterstützt und beklatscht wird, dann läuft man ja doch nochmal ein bisschen schneller oder man hält überhaupt durch. Deshalb schon schön an der Strecke zu stehen, das reicht. Etwas Nachsorge war nach Rot dann schon noch nötig für meinen Körper, denn die Oberschenkel waren schon beim Radfahren und erst recht dann beim Marathon betonhart, fühlte sich nicht so richtig gut an. Deshalb habe ich meinen Beinen im Nachgang etwas Gutes gegönnt, eine schöne Massage. Das hätte ich mal vorher schon öfter machen sollen. Diese Massage tat richtig gut, war aber mit einigen Schmerzen verbunden. Das also war die Challenge in Rot. Das war das Hauptrennen der Saison, der absolute Höhepunkt. Nach Rot habe ich nochmal 2 Wochen ein bisschen weiter trainiert, auf dem Rad zum Beispiel. Na klar, erstmal war Erholung angesagt, aber dann ging es auch langsam wieder ins Training rein, unter anderem mit netten Radausfahrten, denn ein Rennen stand mir ja noch bevor. Die Sprintdistanz in Hamburg Mitte September, also 2 Wochen nach Rot. Und die habe ich in 1 Stunde, 9 Minuten, 18 Sekunden absolviert. Das war klasse. So ein kurzes, knackiges Rennen, bei dem man nicht groß überlegen muss, wie man sich das Rennen einteilt, sondern einfach Vollgas geben. Und kaum ist man im Wasser, dann ist man ja auch schon wieder mehr oder weniger im Ziel. Und das war's dann. Teil 1 des 2 Jahres Ironman Hawaii-Plans abgeschlossen, erledigt, fini. Und das Fazit fällt durchweg positiv aus. Und jetzt muss ich auch sagen, es war für mich persönlich ziemlich gut, dass Rot von Juli auf September um 2 Monate verschoben worden ist. Natürlich die Begründung, Corona, die Ursache ist nicht so richtig dolle, aber ich habe dadurch meine Formkurve länger halten können. Ansonsten wäre die wahrscheinlich schon im Juli nach unten gegangen. Jetzt wird sie erst in der relativ kurzen Off-Season, in der kurzen Sportpause nach unten gehen, aber hat eben nicht so viel Zeit, so richtig in den Keller zu gehen. Ich werde also die neue Saison von einem besseren Level aus starten, als wenn Rot schon im Juli stattgefunden hätte. Aber wie geht's dann weiter? Mit welchem Ziel? Kann mein Ziel überhaupt noch realistischerweise lauten, Hawaii-Quali schaffen? Denn Ironman hat ja nun mal die Zahl der Startplätze für Hawaii bei den Rennen im nächsten Jahr drastisch reduziert. Bisher waren das in meiner kommenden Altersklasse 55, waren das 4 oder eigentlich 5. In diesem Jahr sogar 7 Startplätze für Hawaii. Und ich sage euch mal, welche Zeit man schaffen musste, um dann gerade noch den letzten Slot zu ergattern in meiner kommenden AK 55. Das waren in Frankfurt beispielsweise 10 Stunden 55, 10 Stunden 23, 10 24, 10 15. Und da würde ich sagen, das könnte ich durchaus packen, für mich durchaus machbar. Und mit dieser Erwartung war ich ja auch im vergangenen Jahr in diesen neuen 2 Jahres Ironman Hawaii Plan gestartet und habe mein Training angefangen. Aber im nächsten Jahr gibt es ja höchstwahrscheinlich nur einen Slot in meiner Altersklasse, vielleicht 2, aber ich fürchte, es wird nur einer sein. Das bedeutet, ich müsste meine Altersklasse gewinnen, was ich für relativ unrealistisch halte. Deshalb ja, war ja die Frage, was soll ich machen, was soll ich tun? Und ich wollte mir bis nach Rot mit der Entscheidung Zeit lassen und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Und jetzt zeige ich euch, was ich eingangs des Videos am Laptop gemacht habe. Ich habe ein Rennen gebucht. Hier seht ihr den Preis. Es ist also kein Schnapper. Daran kann man dann schon erkennen, dass es kein kleines Rennen ist, sondern es ist der Ironman in Frankfurt. Es muss wirklich alles Glück dieser Welt für mich zusammenkommen, damit es dann auch funktioniert. Aber ja,
Vielleicht passiert das ja. Für eine Quali muss ich höchstwahrscheinlich meine AK gewinnen. Und wenn wir uns mal die Zeiten der Sieger in den vergangenen Jahren angucken, dann sehen wir in diesem Jahr 10 Stunden 1, aber nur halb so viele Athleten am Start wie geplant. 2019 waren es 10 Stunden 30, das macht mir etwas Hoffnung, trotz 5 Kilometer längerer Radstrecke. 5 Kilometer mehr ebenso 2018, da waren es dann 10 Stunden, 5 Minuten, richtig schnell. 2017 sogar super schnell und für mich unerreichbar 9 Stunden 25 für den Sieger. 2016 dann die Siegerzeiten 9 Stunden 49, auch richtig schnell, also das wird schwierig. Ich traue mir zu, knapp unter 10 Stunden zu bleiben, aber viel mehr auch nicht. Und warum mache ich es dann trotzdem, wenn die Aussichten doch so relativ düster sind? Weil ich aus dem 2-Jahres-Plan keinen 3-Jahres-Plan machen wollte. Man könnte ja theoretisch sagen, na, danach normalisiert sich die Lage vielleicht und es gibt wieder mehr Slots. Aber ich muss dann ja auch über den längeren Zeitraum in der Lage sein, die Spannung zu halten, die Motivation aufrechtzuerhalten und auch weiterhin Spaß an der Sache zu haben. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Andererseits, ganz aufgeben, das wollte ich jetzt auch nicht. Einfach in den Sack hauen und alles sein lassen, nee, auch nicht so mein Ding. Deshalb denke ich mir, ich ziehe es einfach durch. Ich gucke, was bei rumkommt. Am 26. Juni 2022 weiß ich dann mehr. Und warum Frankfurt? Weil ich das Rennen mag, weil ich die Strecke mag. 2012, 13, 14 und auch 17 bin ich dort ja schon gestartet. Ich kenne mich dort aus. Ist vielleicht auch ganz gut und beruhigend, nichts Neues in Angriff zu nehmen. Außerdem habe ich noch eine Rechnung offen mit Frankfurt. Bei meinem Quali-Rennen, dem Quali-Versuch 2017 in Frankfurt, da bin ich ja um 1,5 Minuten gescheitert. Das hat mich ziemlich gewurmt. Wobei, es war genau richtig, wie es gekommen ist, denn die Quali dann in Hamburg 5 Wochen später war ja so genial, dramatisch, fantastisch. Also besser ging es ja gar nicht. Von daher war das Scheitern in Frankfurt natürlich super, auch wenn es sich natürlich nicht so anfühlte im Moment des Scheiterns, ganz klar. Und dann gibt es natürlich die vielen Tipps, wo es vielleicht leichter sein könnte, sich einen Hawaii-Slot zu ergattern, auch im nächsten Jahr, statt in Frankfurt. Das mag alles sein, aber letztlich ist es Spekulation, ob es Rennen gibt, die leichter sind als in Frankfurt. Mag alles stimmen, aber ich mache es jetzt einfach so, wie auch schon vor 4 Jahren. Ich starte einfach da, wo ich Lust habe zu starten und dann gucken wir einfach mal. Frankfurt ist calling. Ich werde alles reinhauen, alles reinlegen, um im nächsten Sommer dann gut zu performen in Frankfurt. Das heißt, diese Videoreihe wird vorerst weitergehen. Ihr könnt weiterverfolgen, wie ich mich trainingstechnisch auf dieses Rennen vorbereite. Und das bedeutet, ab Dezember müsste es wieder ein Video geben, denn im November kommt dann ja der Wiedereinstieg. Also dann berichte ich über diesen Wiedereinstieg und darüber, wie viel Kilo ich vielleicht noch abtrainieren musste nach der Off-Season. Und dafür könnt ihr natürlich am besten schon mal ein Abo hier irgendwo abschließen und ein Like. Würde mich natürlich auch sehr glücklich machen, das wäre toll. Und ich melde mich dann wieder nach dieser kurzen Off-Season, nach meiner kurzen Sportpause. Bis dann!